Hallo Welt, da sind wir hier zum ersten Mal bei 60 Parsecs. Ein Spiel aus dem Hause Robert Gentleman, veröffentlicht am 18. September 2018. Das sind die gleichen Leute, die auch schon 60 Seconds gemacht haben, welches wir auch schon hier auf DNet vorgestellt haben. Vielen Dank an dieser Stelle für die Spende des Titels. Und wir gucken da jetzt mal ganz spontan rein. Ja, die Lautstärke nehmen wir ja prinzipiell immer ein bisschen zurück, aber ich glaube, wir können das mal so lassen. Und es ist auf Deutsch: Willkommen beim Astro-Bürger-Programm. Damit du es während deines Aufenthalts auf der Station gemütlich hast, solltest du die Einstellungen der Kabine anpassen. Okay, das machen wir, das haben wir. Ja, die Steuerung ist okay. Ah, das ist ja mal interessant. Das ist dann für Linkshänder, oder? Habe ich noch nie gesehen. Sehr schön. Wähle Astro-Bürger Kadetten. Oh, wir wählen Didi. Hört sich gut an. Emmet hört sich auch gut an, aber wir nehmen Didi. Weltraumübung. Achtung, nukleare Apokalypse droht. Order 1961 eingeleitet. Neues Protokoll gestartet. Astro-Bürger Notfalldrill beginnt. Vorbereitung auf nuklearen Einschlag. Na ja, das Logo. Sehr schönes Logo. Hat ein bisschen was von Planet Express. Finde ich. Sehr schön. Ah, willkommen auf Raumstation Icarus 13, Astro-Bürger. Ah, wir können was einsammeln. Ja, das kennen wir schon aus dem ersten Teil. Allerdings hattet ihr euch ja nicht so wirklich dafür begeistern können. Aus dem ersten Teil, aus dem 60 Seconds, ist ja eigentlich nicht der erste Teil. Aber von den gleichen Machern. Und leider sind wir deswegen gar nicht so weit gekommen. Wir haben da ja nur so ein paar Minuten gesehen. Oh, da ist jemand gefangen. Müssen wir uns hier beeilen? Ich habe den Eindruck, wir rennen überall vor. Bevor wir irgendwas machen. Ah, hier, das brauchen wir. Und das Buch vielleicht auch. Okay. Oh, wirf alles ins Fluchtshuttle. Ah ja, doch, das war auch im ersten Teil so, wie gesagt. Das haben wir nicht ganz so gesehen, aber da konnte man auch alles erstmal retten in 60 Sekunden. Und schon wie im ersten Teil. Medizinische Güter dürfen wir finden. Okay, wie im ersten Teil komme ich da wohl jetzt auch nicht so weit. Oh, der Roboter ist gut. Medizinische Sachen, ja, wo könnten wir die denn haben? Da drin vielleicht. Was ist das? Oh, wir finden keine medizinischen Güter. Oh, das ist ja größer. Wir können ja hier noch viel mehr rumlaufen. Da, eine Gasmaske. Die will ich haben. Oh, hoppla. Zum Glück verletzen wir uns nicht jedes Mal, wenn wir irgendwo vorrennen. Oh, was macht er hier? Naja, wir sollen ja was Medizinisches finden. Alles können wir jetzt noch nicht aufsammeln. Es ist erstmal das Tutorial, was ich ziemlich gut finde. Wie man sieht, rennen wir doch hier gerne überall vor. Und alles ist beweglich und alles kann man hier scheinbar umrennen. Auf Toiletten, da gibt es doch meistens medizinisches Material. Medizinische Güter. Naja, da wird ja so ein Kreuz dran sein. Ist das schon die Zeit, die jetzt abläuft oder tropft es hier nur? Medizinische Güter, wo seid ihr? Können wir die Map einblenden? Gibt es hier eine Map? Nein. Im Moment zumindest noch nicht. Oh, das ist ja ziemlich groß hier. Zack, überall vorrennen. Das hier, die Gasmaske hätte ich gerne. Okay, das ist erstmal der Trick, jetzt überhaupt was zu finden. Medizinische Güter. Ja, das hier unten, die Kiste sieht mir doch so danach aus. Oh,
Eine Überraschungskiste, was da wohl drin ist? Oh nein. Nicht, dass wieder reinfallen unten. Also, ich habe keine medizinischen Güter gesehen. Wahrscheinlich sind sie doch hier im ersten Raum irgendwie. Gut versteckt. Er kämpft immer noch mit seinem Kabel hier. Sehr witzig. Scheitern wir bereits an dieser Aufgabe? Ist es zu schwer für uns, medizinische Güter zu finden? Das kann ich ja nicht glauben. Ach, da liegt's! Okay, okay, ich weiß, wo es ist. Ah, richtig, hier waren wir auch noch gar nicht drin. Okay. Und jetzt dürfen wir das Handbuch finden. Ich habe schon gelesen gesehen, so etwas ähnliches wie ein Handbuch. Hier lassen wir ja auch überhaupt nicht stehen. So, rein damit, das Handbuch. Ich habe hier irgendwo sowas wie ein Buch gesehen vorhin. Oh. Aber das sieht wahrscheinlich dann auch anders aus. Ich würde am liebsten alles hier mitnehmen. Okay, okay, wir haben dazugelernt, liebe Welt da draußen, alles, was wir suchen, hat eine weiße Kontur um sich herum. Finde Ressourcen für die Herstellung. Ja, die finden wir doch bestimmt hier drüben im Maschinenraum, so wie es aussieht. Aber wir gucken erstmal, was hier noch so ist für die Herstellung. Ich sehe nichts. Erstmal alles umrennen. Hier doch bestimmt. Ja gut, wir haben schon mal mehr Zeit als nur 60 Sekunden. Sind wir hier am Randalieren? Nicht schlecht. Ja, Sachen für die Herstellung. Zack, rein damit. Und jetzt finde ein Crewmitglied. Okay, Crewmitglieder haben wir ja schon gesehen unterwegs. Da ist es. Komm mit. Haben wir gleich zweimal? Nein. Rein mit dir. Achtung, Achtung. Was gibt es denn? Können wir noch was aufsammeln hier? Also das mit der Suppe, das war ja einfach. Ah, jetzt können wir einsammeln. Wir brauchen Suppe. Viel Suppe. Wow. Und wir brauchen noch mehr Suppe. Außerdem brauchen wir Suppe. Nein, jetzt reicht's an Suppe. Hier ist noch Suppe. Ah, oh, da war doch so ein schöner Karton. Den wollte ich haben eigentlich. Die Zeit läuft. Wir haben doch keine Zeit. Hier, da. Nein, den auch. Ach so, wir können mehr einsammeln. Ja, das wusste ich gar nicht. Was ist hier unten? Ein Aalkopf. Ah, eine Suppen, eine Sockenpuppe. Ich hätte ja den Roboter mitgenommen. Die Waffe. Wir brauchen eine Waffe. Den Burschen nehmen wir auch mit. Wofür auch immer. Noch eine Suppe mehr. Okay, das reicht. Wie bringen wir uns in Sicherheit? Oh. Oh nein. Das ist aber nicht lustig. Aber irgendwie schon. Ah, da war noch eine Kiste mit Fragezeichen drauf. Die hätte ich ja ganz gerne gehabt. Energie, Mineralien, Chemikalien, Ressourcen für deinen Herstellungs- und Verbesserungsbedarf. Okay. Tag 1. Hauptcomputerstatus überprüft das Sternenlog. Kommunikationskonsole?
Ja, hier haben wir schon mal den Erste-Hilfe-Kasten gerettet. Das ist doch gut. Zu dritt sind wir hier. Immerhin haben wir ein Artefakt und die Waffe. Und ein Herstellungsmodul war wahrscheinlich schon an Bord. Emmett Ellis? Ja, ich glaube, wir gehen hier mal an die Kommunikationskonsole. Oder sollen wir das hier machen? Sternenlok! Hi, dein Astro-Computer-Assistent meldet sich zum Dienst. Du musst wohl Didi sein, was? Ich freue mich, verkünden zu dürfen, dass du dich laut meinen Daten dazu qualifiziert hast, Captain dieses Schiffs zu werden. Willkommen an Bord des Fluchtshuttles, Captain. Im Namen des Astro-Bürger-Programms bitte ich, die nebensächlichen Umstände zu entschuldigen, denn du wirst jetzt 60 Parsecs weit von der Erde weggeschleudert. Mein erster Rat lautet, finde einen sicheren Ort zum Landen und kontaktiere die Außenwelt. Bitte fahre den Hauptcomputer hoch, um weitere Anweisungen zu erhalten. Er befindet sich in der Mitte des Shuttles. Folge der Richtlinie zur Rationierung und versorge deine Besatzungsmitglieder. Ich erwarte deine Entscheidungen, Captain. Wunderbar. Ziele, Besatzung, Statistiken, Tag, aktueller Tag, Bedienfeld schließen. Was sollen wir machen? Den Hauptcomputer sollen wir hochfahren? Hauptcomputer, Status, entscheide dich. Was kann dieses Artefakt? Es sagt Mu. Etwas metallisch, aber es sagt Mu. Captain, da du eben erst das Kommando übernommen hast, muss laut Protokoll eine Rede gehalten werden. Und zwar eine gute. Ach, gewiss. Das. Ach, vergiss das. Eine fanatische. Deine Besatzung schaut dich gespannt an. Zeit, ihnen zu zeigen, was du auf dem Kasten hast. Es wird ernst. Jetzt kannst du zeigen, welche Art Captain du auf dieser unglaublichen Reise sein wirst. Was für eine Rede wirst du halten? Eine Fußtritt-, Beweglichkeitsrede, eine Intelligenzrede oder eine Stärke-Rede? Haben wir noch mehr? Deine Wahl. Ach so. Intelligenz. Beweglichkeit. Ach so, wir können nur eins auswählen, natürlich. Warum sind hier drei oben und bei Intelligenz und Stärke ist jeweils nur eins? Egal. Wir übernehmen mal die intelligente Rede. Wir tun mal ein, als wären wir schlau und wüssten, was passiert ist. Oh, Moment, hier steht sogar was dazu. Ach so, nein, das geht noch um die Rede. Alles gut. Ja, wir gucken ja auch schon ganz intelligent. Sind wir eine Putzfrau im Weltall? Das heißt aber Raumpflegerin, Weltraumpflegerin dann also? War's das mit der Rede? Entschieden. Okay. Und wir wollen eine Rede halten mit Didi Dawkins. Hunger okay, Gesundheit okay, Verstand okay. Das ist aber nicht die Vorbereitung der Rede, oder? Hier können wir wieder die Nahrungsmittel und so weiter einteilen. Sehr schön. Suppe an alle geben. Ja, dann haben wir ja keine Suppe mehr. Wir haben nur 7 und sind zu dritt. Achso, können wir die nur einmal verwenden? Koffeinschub haben wir. Da werden wir Dosensuppen mitnehmen sollen. Hier ist die Sockenpuppe übrigens. Und da die Waffe. Navigationssystem Stufe 1. Kommunikationskonsole. Jetzt dürfen wir aber bestimmt. Nein, dürfen wir noch nicht. Oh, Baby Bronco? Ach so. Ja, der bekommt auch erstmal nichts. Er ist Baby Bronco. Aha, Moment. Wir können Tag 1 überspringen und sofort
In die neue Welt. Hier ist nichts Neues passiert, oder? Okay, Ziel des Captains, triff 7 erfolgreiche Attributsentscheidungen. Aktuelle Ziele, finde einen geeigneten Landeplatz. 7 erfolgreiche Attributsentscheidungen. Deine Wahl, okay. Haben wir ein Rätsel vielleicht? Das ist die erste Entscheidung. Vielleicht können wir das hier als zweite Entscheidung nehmen. Als dritte nochmal Intelligenz. Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Was machen wir denn hier? Und Stärke brauchen wir auch ein bisschen. Das reicht. Das waren 7, oder? Ich habe jetzt nicht mitgezählt. Hätte ich mal machen sollen, oder? Ha. Okay, wir verwenden jetzt einfach mal die Sockenpuppe. Nein, nein, die Dosensuppe verteilen wollen wir nicht. Dann ist die ja gleich weg und die Sockenpuppe behalten wir auch erstmal geheim. Ja, unsere Ziele, immer noch. Runterscrollen brauchen wir nicht. Besatzung. Oh, Statistiken. Das schauen wir uns dann später mal an. Herstellung, aber die Lampe ist rot, also haben wir das aus und... Navigation ist auch aus. Ah, Moment. System, okay, ist gesperrt. Das heißt, das ist auch gesperrt. Okay. Ach komm, das können wir wenigstens. Dann machen wir das einmal. Oha. Tag 2. Wir leben noch. Immerhin. Ich glaube, in der letzten Vorstellung, also bei 60 Seconds, waren wir schon tot am zweiten Tag oder halbtot. Irgendwer ist abgehauen und so. Das war schon ein bisschen chaotischer, meine ich. Also, Tag 2. Eine clevere Rede klang wie eine gute Idee. Das Ganze klappt aber nur, wenn der Redenschwinger, naja, wortgewandt genug ist. Deine Zunge hat dir plötzlich nicht mehr gehorcht und alles, was du herausbekommen hast, war... Ja, nee, ist klar. Wenn du deine Mannschaft verunsichern oder in absoluten Schrecken versetzen wolltest, dann war deine Rede ein voller Erfolg, Captain. Sie sind sichtlich aufgebraucht. Aufgebracht. Ich glaube, jemand meinte, sich aus der Luftschleuse stürzen zu wollen. Okay, mehr Essen für uns. Captain, es ist äußerst wichtig, alle an Bord gut zu ernähren. Eine Portion köstliche Dosensuppe reicht aus, um einen Menschen einige Tage lang zu ernähren. Ich bezweifle, dass wir hier im All andere nützliche Rationen finden werden. Es ist unerlässlich, genau darauf zu achten, wie viel noch auf Lager ist. Zumindest, wenn du nicht deine Besatzungsmitglieder verspeisern möchtest. Haha, das war ein Witz. Ach so. Bitte würdige ihn und lache. Ja, okay, danke für deine Kooperation, Captain. Wer wird die Routineüberprüfung durchführen? Dafür wird nur simple Mathematik benötigt. Ich weiß, dass ich viel verlange, aber ich habe ein gutes Gefühl bei dieser Besatzung, Captain. Na, das kann auch Baby Bronco machen. Peng. Ja,
Dann sind wir fertig soweit. Dosensuppen werden später verteilt. Ich glaube, wir sind gerade erstmal aufgebrochen. Da können wir doch mit Sicherheit noch ein wenig aushalten. Wir haben ja noch genug Fett auf den Rippen. Naja, Emmett Ellis sieht nicht so aus und wir sehen auch nicht ganz so aus. Aber, ach, das wird schon schief gehen. Ja, das war unsere nächste Entscheidung. Mehr können wir im Moment scheinbar gar nicht tun. Triff 7 erfolgreiche Attributsentscheidungen immer noch. Ah ja, und einen geeigneten Landeplatz finden, okay. Ja, dafür bräuchten wir doch eigentlich hier den Sternenlock. Hauptcomputer. Ah, ein Handbuch. Wenn du schon eine Expedition aussendest, warum dann nicht mit Stil? Denk daran, dein Expeditionsmodul zu verbessern. Haben wir verbessert? Ja, das ist alles noch inaktiv. Wir sollen ja erstmal die Suppe verteilen. Aber so richtig bin ich dafür noch nicht zu haben. Ja, okay. Das ist der nächste Tag. Jeden Tag eine Entscheidung, das passt schon. Tag 3. Gute Neuigkeiten, Captain. Das Shuttle ist bereits mit einem Notfallvorrat an Nahrung ausgestattet. Nutze sie weise. Plus 2 Suppe. Die Routineüberprüfung ist abgeschlossen und da stimmt doch was nicht. Da gibt es einen Fehler. Das habe ich davon, wenn ich Menschen rechnen lasse. Oh, eine Dosensuppe Abzug, leider. Ein Teil der Vorräte ist verschwunden. Damit beträgt die aktuelle Zahl der Suppendosen an Bord 8. Die Nahrung, die du auf der Station erbeutet hast, ist mehr als ausreichend. Zumindest vorerst. Isst nur nicht alles auf einmal. Ja, und hier blinkt's doch so verführerisch. Wir gucken mal. Captain, das Herstellungsmodul im hinteren Teil der Kabine ist jetzt aktiv. Genau wie in der Broschüre für Astrobürger. Diese wunderbare Technologie lässt dich in Übereinstimmung mit dem Massenerhaltungssatz erschaffen und zerstören. Du brauchst nur ein paar Mineralien, Chemikalien oder Energie. Mit der Maschine kannst du Vorräte herstellen, recyceln und reparieren. Außerdem kannst du Gegenstände und Shuttle-Systeme verbessern. Das wäre dann dieses hier. Und was möchten wir tun? Wir wollen etwas herstellen, recyceln, verbessern oder reparieren? Wir wollen zum Recyceln. Haben wir 6 Teile? Was haben wir denn da? Ach so, die brauchen wir doch alle. Nein, die behalten wir schön. Herstellen, was könnten wir herstellen? Eine Suppe. Das machen wir vielleicht später, aber vielleicht gehört das jetzt erstmal zu... Naja, gibt es so eine Art Tutorial? Ich glaube, wir sind mittendrin schon. Verbessern können wir die Pistole. Die Kuh auch. Das Artefakt. Kostet uns Energie. Jedes Mal 10-mal Energie. Das wollen wir also auch nicht machen unbedingt. Also eine Dosensuppe wäre vielleicht schon nicht schlecht. Was brauchen wir dafür nochmal? 10 Energie auch. Ah, das ist gar keine Energie. Hier Chemikalien 10. Ein Feuerzeug können wir später noch herstellen. Einen Kommunikator und Klebeband. Ich würde ja ganz gerne mal auf dem Planeten landen, liebe Welt da draußen. Das würde ich ja gerne mal sehen. Ach komm, wir machen mal eine Dosensuppe. Stellen wir mal hin. Stellen wir mal her. Umso glücklicher sind wir dann vielleicht nachher. Nicht, dass wirklich noch jemand versucht, hier abzuhauen. Okay, wir haben einen Gegenstand hergestellt und auf zum nächsten Tag, oder?
Oh, vielleicht können wir am nächsten Tag hier an das Navigationssystem und dann gucken, ob wir einen Planeten finden oder nicht. Aber das nicht mehr in dieser Folge, liebe Welt da draußen. Diese Folge endet am dritten Tag. Und in der nächsten Folge geht es weiter. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.